Noch sehe ich halt nicht mal ansatzweise die Spur darauf. Die irgendwie andeutet, dass es sowas hier gibt. Na gut, suchen wir nochmal ein bisschen weiter. Das hier später zu einer Plantera-Pflanze. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ach guck mal, Joden haben wir doch schon. Da glaube ich auch. Das Chlorophyterz. Davon werden wir noch so viel farmen müssen später. In erster Linie, weil wir daraus unsere Munition fertigen werden. In zweiter Linie, wegen der starken Rüstung, die wir daraus bekommen. Mit dem schönen Kristall. Na, vielleicht habe ich ja schon so ein paar Herzfrüchte eingesammelt. Ich weiß es nur noch nicht. Will ich dann ja spätestens gleich mal sehen, wenn ich wieder hier raus bin und dann mein Inventar ein bisschen durchsuche. Jedenfalls schätze ich mal, dass ich fast tot bin. Und ich glaube, lange mache ich es nicht hier. Aber um ehrlich zu sein, so lange will ich es ja auch gar nicht machen. Ich will ja weiter Flugseelen und sowas farmen. Aber bis jetzt tatsächlich noch nicht annähernd etwas gefunden, was mir sagt, hier gibt es Herzfrüchte. Also ich sehe halt nicht das Geringste hier. Das Einzige, was ich hier sehe, ist Tod und Verderben. Ja, also mittlerweile muss doch zumindest mal irgendwas aufgetaucht sein, also ich fürchte, dass es tatsächlich noch nichts gibt, dass die nachher wohl erst noch generiert werden. Ich meine, ich glaube, Bienenwaben gibt es ja auch noch gar nicht, oder? Das ist nicht wahr. Ja, geil, dann haben wir schon mal, den Dschungelschlüssel bekommen. Um die Dschungelkiste zu öffnen, wenn wir Plantera dann besiegt haben. Okay, das ist krass. Also, dann kann ich ja nur sagen, dass sich das doch ziemlich gelohnt hat hier.
normaler Herzkristall. Dass wir sowas noch finden? Nee, okay. Okay, das ist halt schon mal, also halt schon ziemlich geil, dass wir den bekommen haben. Das ist wirklich nice. Warum habe ich denn was getrunken? Ich hätte doch einfach zur Nurse gehen können. Wieso sind die da drin? Die brauche ich doch, wenn ich nochmal das Gehirn bekämpfen will. Gehen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Als nächstes ziehe ich dann diese komische Zaubererrobe hier aus und verkaufe die. Ich habe das ganze LP über immer diese Tagesblumen weggeworfen. Ja, und jetzt ärgere ich mich, dass ich keine mehr finde. Daraus kann man nämlich schöne Eisenhauttränke machen. Die wären bei so einem Bosskampf gar nicht mal so schlecht. Aber 46 Sterne haben wir gefunden. Das ist nicht schlecht. So. Komm schon, jetzt noch eine Harpienfeder. Ja, wenn wir schon das Glück hatten mit dem... dem Schlüssel. Vor allem müsste noch ein Wiffer kommen, damit wir auch noch genug Seelen zusammenbekommen. Deine Harpienfedern. So ein Mist. Wir haben nur 10 Seelen des Flugs. Wir bräuchten schon noch ein oder zwei River. Wenn ich mich da richtig erinnere. Verstehe nicht, dass die so selten kommen. Sonst kommen sie auch laufend angeschissen, wenn man sie nicht braucht. Ich hänge mal hier das Harpien-Banner auf. Damit wir mehr Schaden gegen die machen. Erhöht der Schaden und Abwehr bei den folgenden Harpier. Banner sind gar nicht so dumm.
Na super. Jetzt wollen sie es aber wissen. Holla. Ja, ist klar. Jetzt geht's aber ab hier. Das ist aber scheiße. Dann muss ich die Wolke nachher wieder reparieren. Weißt du, Blutmond? Da kommen auf einmal zwei Stück hintereinander. Ist das gemein. Aber eigentlich müssten wir jetzt genug haben. Was das angeht. Ich hoffe nur noch weiterhin auf eine große Harpienfeder. Gott, ich werde hier oben drauf gehen. Also wenn Blutmond kommt, dann kommen auf jeden Fall sehr viele Gegner. Hier oben. Sowohl Harpien als auch Wyvern. Das schaffe ich nicht mehr. Nein. Mm-mm. Das war scheiße. Oh, 5 Gold habe ich verloren. Wie viel habe ich noch übrig? 4 Gold. Ich habe mehr als die Hälfte verloren. Ist das übel. Komm halt mal die Schnauze, ja? Ah ja, nee. Ist gerade noch was eingefallen, was ich noch nicht gezeigt habe, aber das... Die Braut. Oh, wir haben Hochzeitskleid und Hochzeitsschleier bekommen. Schade, dass wir ein männlicher Charakter sind. Aber scheiß drauf. Scheiß auf den Bart, ein bisschen crossdressen. Die Braut mit dem langen schwarzen Bart. Sieht das bescheuert aus. Schön viele Gegner weg, Mann. Wir bekommen auf jeden Fall gut Linsen dadurch, der so viele Augen auftreten. Ja, Meteorenkopf, weil wir hier irgendwo einen Meteorenbanner haben. Okay, Aufnahme läuft noch. Ich habe gerade kurz Angst gehabt. Weil ich aus Versehen mit der Maus wieder rausgekommen bin.
Stimmt, Sternschnuppen. Und das ist der Bräutigam. Hör mal auf, die NPCs anzugreifen, ja? Na schön, ja, da laufe ich mal hier rum. Mach ein paar Gegner weg und sammle mal Geld und Linsen. Und dabei sammle ich ja dann auch direkt noch ein paar Sternschnuppen ein. Und dann werde ich mir wohl Seelen des Lichts farmen müssen. Für richtige Flügel. Boah, die hasse ich irgendwie am meisten. Ich weiß nicht mal, was das für Dinger sind. Bauchfüßler. Hört auf, mich anzugreifen. Das ist mein Hochzeitstag. Da ist ein Auge. Hier werde ich wohl keine Sternschnuppen mehr bekommen. Die werden wohl oben auf der Arena sein. Ich bewege mich jetzt mal hindurch. Genau, hier hin. Und dann gucke ich nochmal, wo war denn hier mein Tunnel nach unten im geheiligten Gebiet? Ja, war das hier? Komm bitte, Herr Licht. Dankeschön. Ich schätze mal, ich muss wohl umrüsten. Nein! Das ist aber blöd. So, jetzt haben wir zumindest wieder Licht. Und jetzt müssen wir uns nur noch wieder Seelen des Lichts farmen. Wenn wir schon hier sind. Natürlich direkt noch Kristalle. Davon habe ich gemerkt.